Let's try. Yeah, it starts with maximize volume, I said. Wait, click here. Oh shit, I have the crappy graphics card in my I played this with my 2080, now I have 1660 here because the 2080 is mining for Ethereum. Let's hope the 1660 can handle that. Let's try. Space. Hallo, hallo, ich bin Arif Iqbal und Sie sehen gerade WNS News. Neue Details wurden bekannt zur versuchten Entführung Haruo Arasakas bei der Arasaka-gesponserten Dashi-Parade. Ersten Berichten zufolge schlugen die Angreifer dann zu, als die Parade. I have the feeling we are very strong under 50 FPS, but not okay. Feels a little bit wonky. Yeah, it feels wonky. Let me see what we can do with the graphic. Psycho. Ray tracing is on, what? Stop this. Maybe we do DLSS. Cannot do that. No. It's a code. Why we cannot do DLSS? Ah, the graphics card don't support it. Ah, that's crap. Yeah. Nvidia für DLSS wird eine Nvidia RTX Grafikkarte. Okay. Let's put everything on medium. Great. The 2080 was handling this with high perfectly, but the 1660 is much cheaper than the 2080, so yes, we have to go a little bit down. Okay, looks better. Okay, we had around 60 FPS and the graphics card is at 98% load. I don't know anymore where, what to do and what I can, what I have in my inventory. I only know, well, wait,
I only know that I have finished the main story and this is a save point a little bit before ending the main story. So let's see what we can do. This is the main story. A race, here's a car to buy. There's a car to buy. I have 95,000, I can do that. Where will you find true connoisseurs? Taking it in at the view. Yeah, this car is not so nice that it looks. Normally this car has way better handling. This is a Porsche, and a Porsche is the creme de la creme of the stuff, but not in this game. What we can do? V1 this. There's my motor that. I like more playing with the bicycles. Because you can always sneak between cars. I mean, it's not the fastest bike what I have. Oh wait. Did I miss something? Friedrich, hello. Neo. I hope the stream is stable because my overview, my game takes so much stuff that even the sound is bugging. You hear that on the left side? Wait, maybe we can fix that. Where is it? You cannot fix it? What? That sounds crap. And I had it before. It comes from the game.
We switch to another audio device and switch back. Doesn't change much. Why? We can restart the game, maybe that helps. Okay. I didn't do anything, but I got the achievement. Don't know why this happens. No. No. You know what? Sounds better? No, maybe it sounds better, okay. I switched to 24 bit from 16 bit to 24 bit. Let's test it. Zur versuchten Entführung Hanako Arasakas bei der Arasaka gesponserten Dash. But I had these problems before. Maybe it has to do that with that I have two PCs, a gaming PC and a streaming PC. Maybe there's a difference in the settings, and because of that. Oh, I don't know exactly. But now it sounds better. Wow. Let's see. And I don't play with joypad or something. I play with keyboard and mouse. I'm so used to it. Avant Gardner, hello, welcome. And yes, there's a fast travel system in this game, but I like to drive through the city, and when I have mission, when I have mission on the other side of the city, I love to drive there. Okay, it's behind it. Let's see. Load, okay. Yeah, it's beautiful. So big. Wait, war inventory? What happened? Inventory. Almost nothing. Sold everything.
Okay. I carry a little bit cloth. And some grenades. A lot of stuff to eat and drink. What? 239 of 484. I'm level 49, so almost level 50. Why this car? Because we have... Will I get a copyright claim with this music? That's always the question what the streamer asks. No. Copyright protected music deactivating is on. So it should be safe to play the song. This car is shit. But there's an achievement, buy every car. So I guess we handle with it. Let's see what we can do here. Maybe we have some missions here, what we can do. I hope the stream quality is acceptable. Mostly when I watch other streamers who playing games with a little bit movement, you see pixelation, crazy pixelation. It's a little bit loud, I think. PC. Put a little bit down. Okay. Ah. Yeah, that's okay. Let's see what we can do. Oh, there's a fixer. Okay, we can get rest there. YOLO! Not so good stream to stream. Welcome. Who needs roads? Kilometers, so maybe well, let's see, let's try. Oh shit, oh shit. Boom. Come on. Huh? I see. Okay. Yeah. I shouldn't go there, because it's the wrong direction. That is the main mission. There's my target. Oh, stop. Don't flip.
I have enough cars, I can shred this when I want. I don't want to see that. But now I think it's beginning from start. The sound begins to web out. Damn it. But I know a reason what we do. It's the ultimate reason. The ultimo reason is closing. That. That's the advantage when you have two PCs, you can reboot the game PC while you are streaming. No problem at all, eh? Maybe something wonky, this PC is already running some days. To be rebooted. Come on, loading. Dip. Start everything. Borderless. Gaming, I need that. See the chat. Legacy. About chat. There's that. Hoping I can do that. No. Then. Maybe I need the burner, like the profile. Okay. Now we should good. Let's see if the reboot something better. You can give away some coins when you want. Of course, it's not working. I need this Green Deck application. Sie sehen gerade WNS News. Okay.
Red mit mir. Red mit mir? Erzähl mir von den Badlands. Hier draußen ist nicht viel los, oder? Au contraire, wenn du die Augen und Ohren aufmachst. Es ist ein Ökosystem. Nomaden, Raffenschiff, Konzerne, Landstreicher. Ein komplexes Geflecht, dessen Gleichgewicht leicht zerstört werden kann. As Goose has won the coins. Wie? Du wolltest was sagen? I thought you have a mission for me. It's not. No mission. What we can do here? YKA, welcome. Ah, there's a mission. Yeah, I beat already the main game. And now I try to finish some side missions and stuff. I know it. Now I have the mission. I think I was here before. Yeah, I was here before, but now I have the mission to look here. Wenn es eine Sache gibt, die ich weiß, dann die, dass man die Finger von fremden Kühltruhen lässt. Bestenfalls findest du vergammelte Milch. Schlimmstenfalls leck mir doch den Drumstick. Das ist Rage Bartmus.
Wait. We can push a little bit more. 70, maybe? Wer? Rage Schwer? Was meinst du mit Rage Schwer? Bartmoss, verfickt nochmal. Der Bastard, der das erste Netz zerstört hat. Sagt dir Data Crash was? Rabbits? Noch nie gehört? Scheiße. Ich bin echt an einen Amateur geraten. Die Visage würde ich nie verwechseln. Landungsfotos hingen überall in 2020. Staatsfeind Nummer 1. Tot oder lebendig. Halbe Stadt hat ihn gejagt. Arme Sau. Endete wie eine tote Ratte in einer Kühltruhe. Bis die Sicherung rausgeflogen und er aufgetaut ist. Aha. Und so wie er riecht, ist das bestimmt schon 20 Jahre her. Ich muss sofort hier raus. Sonst kotze ich. Hey, hey, nicht so schnell. Hier liegt bestimmt noch Tech rum. Relikte vom ersten Netz. Wäre doch schade, die einfach hier zu lassen. Muss erst drüber nachdenken. Sagt der Idiot, der das Shuttle verpasst hat. Sieh schon rein. East TV, hallo. Boah, sieh schon rein. Was ist das? Sieht aus wie eine Box. Du bist auch so eine Box. Das ist ein Cyberdeck. Hey, mir fällt gerade was ein. Der Typ im Afterlife. Nix. Sah aus wie jemand, der auf alte Tech steht. Sprich mal mit ihm. Vielleicht bringt's was. No Peace TV, I don't speak French. I only know some words French. Oh, sorry. So. Wonderful. It spawned exactly on the same place. I can explain you the Bat Fury. Bat Fury is a site where you can gamble with crypto, and they have a section where you can grab every 20 minutes some BTC and BNB coins. And the one thing is collecting this stuff until you can pay out. The second thing is you collect this free stuff and gamble with it, so you don't have to pay. No, it's not winning. Let me show you. Where is it? Is this the monitor? The white monitor here. Bat Fury, this website, you have a link when you register, hopefully with my referral code. I get a little bit when I refer people, and you can, for example, free BNB box. I can get this 275 BNB. I have to resolve a capture. They want a boat, so I click everything what looks like a boat. Maybe that is also a boat.
When I withdraw it, this free stuff it gets on my balance here. And the Satoshis also I can grab in auto into is this boom auto 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 boom withdraw. That's the free stuff what you can get every 20 minutes and then you can gamble with it. For example, I gambling with nothing at the moment. Okay, let's refresh. I mostly gamble with some coins what I have. For example this. And we say with 16. And I lose, I had to put 100% up and start auto gambling. Now it's gambling. And I didn't pay in this website, I didn't pay anything. I got everything for free with the boxes. Every 20 minutes you can redeem these boxes. And you can refer people and I get a little bit for referring people. For example, people when they claim boxes I get 20%. So I can get this BNB also. It's not winning, you can claim it for free. It's not winning. There is no win button or something, it's withdraw. So when the time is up, you can withdraw the 275 amount of BNB. It's not 275 BNB, you see the 0.000, but yeah, it adds up, it's completely free, you don't have to pay for it. And yeah, when you use my referral code, I get also something when you claim boxes and stuff. And then you can play with this stuff what you get for free. Or you wait until you have a certain amount that that you can do this with a doubling, because the multiplicator is 2. So when I win, I get 32, and when I not win, the script is automatically doubling the wager, or the wager. Just a faucet, yeah, and yeah, and when you use my code, hopefully then you have an account and then you can go to referral and use your code to promote in your chat, of course, to refer people. I referred some people and they claimed some boxes, so it's nice for free. When you want to play serious, you also can deposit some crypto here and play with it. But I didn't deposit anything. I get a little bit from the people, and also when you have referrals, you get from all bets what they win, you get a little bit from all winning bets, in-house games for all slots, what they win, you get a little bit, and when they earn BFG token, you also get a little bit. BFG token is for staking. When you have more than 10 BFG token, you get from some cryptocurrencies per day something for staking. So it's a nice thing, completely free. Yeah. But back to gameplay. The manager. Monitor capture off. Yeah. And
Yeah, when you have a gambling addiction, maybe you don't pay stuff in, maybe only use this free stuff, claim some boxes and then play with this free crypto, then you cannot lose a serious amount of monies and yeah. I like this concept. So, I discovered it. Now I have to afterlife. Okay, I have mission. The BNB is the Binance coin. Yes, I tell it, he said it. And one BNB is around $500 worth. No problem. For that I have a live stream. You can ask questions and I tell you. Yeah, and me also helps a little bit when people use my code to register. You don't pay anything more or get lower amounts of payouts. It's the same when you register without code, and I saw that's an opportunity. I have the stream running and I can advertise this stuff, and I don't have to feel bad because the people decide by themselves if they pay in or not. If you have crypto and want to play with higher bets and stuff, you can pay in crypto and go. And if not, then not. It's totally okay. But for real, when you have account only for claiming and want to pay out, it takes a long time to reach the payout when you don't gamble or something. Mostly it depends on luck. When you win, you can do something with mathematics like I do, that you raise the bet 100% when you lose, but mathematics is only theoretical. You can lose 20 times in a row and then you don't have so much to bet, so it's possible to lose everything. And this has nothing to do with SETA. It's an external site, and I just use the opportunity that I have sometimes some viewers and show them. Most of the people who are on the site here new to crypto or interested in crypto, so that's a gambling site with crypto, so yeah, I think it's a perfect target when somebody earns T-Fuel here and learns about crypto something. Maybe he has some other cryptos and can play. Vorsicht, Chumba! Vorsicht, Chumba! This way, okay.
zu, it's a little bit people baiting when I write on some BNB and BTC, but you cannot expect that somebody gives you one BTC. It's around $60,000 or $55,000. Nobody will give you like this amount for free. You get a small fraction of a BTC and yeah, make your way up. Afterlife, where is it? It was here on the back side. Yeah, but I'm German, my English speaking is auch, also not so the best, so yeah, it's hard for you, I guess. It's a normal hex, okay. Yeah, let's buy this. Maybe I can. Hey Nix, pass auf. Ich hab das Deck von Bartmus gefunden. Na klar. Was hast du noch gefunden? Ein HL3-Chip? Ich mein's ernst. Sie selbst. Oh, heilige Scheiße. Wie? Hast du das Ding aufgetrieben? Nahe der Stadt, in der Kühltruhe. Neben der stinkenden Leiche seines Vorbesitzers. Das klingt ganz nach Bartmus. Netwatch hat alles nach ihm abgegrast. Shanghai, Lahore, Santiago de Chile. Während er sich ins Netz verpisst hat. Ich frag mich, wie lange er das durchgezogen hätte, wäre der Strom nicht ausgefallen. Meinst du, du kriegst noch Daten raus? Tech fällt auseinander, Feuchtigkeitsschäden, Speicher ist verschlüsselt. Wird schwer. Erspar mir die Details, ja oder nein? Ich kann's versuchen, aber mach dir keine zu großen Hoffnungen. Wenn's nicht klappt, werden sich die Daten für immer verabschieden. Meinst du, da sind vielleicht Viren drauf, die keiner mehr kennt? Data Crash Zeug oder Rabbits? Wenn das der Fall ist. Dann sind wir gefickt. Und zwar richtig. Ich bin mir der Risiken bewusst. Aber ehrlich gesagt, frisst mich die Neugier fast auf. Was ist mit dir? Na gut, fang an. Wer nicht wagt, also leg los. Okay. Leg das Deck dahin. Ganz vorsichtig. Buh. Ja.
What? Hier, nimm. Hier, nimm? Oh, wie? Wie? Wo bleibt die Ehrfurcht? Wenn du den Heiligen Gral gefunden hättest, würdest du wahrscheinlich Popcorn daraus essen. Also gut, packen wir es an. Die meisten Daten sind beschädigt, aber nicht alle. Passwort? Wörterbuchangriff vielleicht? Nein. Code einschleusen? Ha! Ich bin drin! Nur noch eine letzte Hürde, aber das sollte nicht so schwer sein. Gerade von Bartmoss hätte ich mehr erwartet. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Lass dir was einfallen, wie. Und zwar schnell. Sonst kannst du sein Hirn gleich vom Boden auf. Okay, was haben wir hier? Das hast du doch gesehen. Ein Hirnkocher. Bist du absolut sicher, dass du dich einklinken willst? Yeah, of course. Come on. Oh shit, I have to hack. 55. ET? No. Wait, let me see. I have to start with something here. When I use this. No, when I use this, then I have this. 55. Then I have BD. Then I have 7A. This. 5. BD. 7A. No, stop. E5. E. Not so easy. E5. E. That is not so easy. D7A. Then we have no 1C in the region here. Hack it,
Geschafft. Ich am Arsch. Atmest du noch? Glaub schon. Fühlt sich nur an, als ob mein Schädel in Flammen steht. Was zur Hölle ist denn passiert? Warst am Zucken. Lichter ging aus. Die Stecker haben Funken gespuckt. Also habe ich sie erledigt. Deine Arbeit. Moment. Du willst mir verklickern, dass du das Deck geknackt hast? Du? Verdammt richtig. Bin immerhin der beste Netrunner in Night City. Das bezweifle ich. Eines Tages vielleicht. Na gut. Dann schauen wir mal, was du rausfischen konntest. Logs, E-Mails, ein Chatverlauf. Könnte interessant sein, aber ist nichts Bahnbrechendes. Schon irgendwie schade. Schätze, ich könnte nachsehen, ob ich sonst noch was da drin finden kann. Hey, normalerweise kosten meine Gefallen eine ganze Menge. Aber diesmal hast wohl du mir einen Gefallen getan. Also, nimm das. Da ist eine Handvoll Demons drauf. Wurden zwar nicht von Bartmoss entwickelt, sollten aber trotzdem nützlich sein. Danke, Nix. Und wegen dem Virus. Kommst du klar? Oder brauchst du Hilfe? Nein, nein. Passt schon. Ein paar Schmerzmittel, ein Whisky. Dann bin ich wie neugeboren. Mission complete. Okay, this mission is done. This looks like mine. Okay. Almost everything is done on missions. But how to make so much money to buy all the cars? There's a race, okay. Let's try that. Maybe we can make a race. Hey! Huch. I'm sorry. Maybe I can help here. Thank you.
What? Why you... Gute Nacht, Dennis. Schlaf gut. Good night. All the stuff, give me all the loot. An arm. Okay, okay. I watch chat. Always excuses. Always blame chat. Klären, how to communicate. Claire Russell. Claire, kommst du? Ich bin schon da. Super. Ich auch gleich, versprochen. Okay, cool. Bis gleich. Ah, Sekunde. Welches Auto willst du? Deins. Deins. Okay. Die Bestie schnurrt schon. Schon unterwegs. Bis dann. Setz dich auf die Bank und warte auf Claire. Ach ja, stimmt. Weiß nicht. Hey, hallo. Ich hab ein Bündel auf dich gesetzt. Verlieren gibt's nicht, klar? Was? Guck mal, Samson. Frisch Fleisch. Peinlich gegen sowas zu verlieren. Das ist unsere Hotel! Hey, wie? Schön, dich zu sehen. Was hältst du davon? Haben die Bullen kein Problem damit? Ein Seacop sehen keine Probleme, wenn ihnen genug Eddies die Sicht versperren. Eddies lösen echt jedes Problem, hm? Mhm. Irgendwelche Tipps vorm Start?
Schön den Fuß auf dem Gas lassen. Mein Job ist es, die anderen zu bremsen. Unterm Strich gewinnt der Schnellste dieses Rennen, nicht der mit der dicksten Knarre. Schnell fahren, alles klar. Oh, nimm diesen Splitter. Wir müssen alle Checkpoints erwischen, sonst sind wir disqualifiziert. Wenn du noch chillen willst, mach das. Ich bin beim Auto. Wann geht's los? Auf dem Splitter ist alles drauf. Bla 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 bla. Sind gut. Elimination Race, I see. Oh shit. Damn it. Half of the checkpoints we have. Two checkpoints. Wie und Claire, unsere Sieger. Was für eine Show, Leute. Wir haben gewonnen. Erster Platz. Du klingst überrascht. Erster Platz. Ich bin nicht überrascht. Es ist nur... Der erste Platz, ich weiß. Warten wir kurz an der Ziellinie. Zur Sicherheit. Alles klar.
Machst du es für die Eddies? Den Sieg? Den Ruhm? Warum fährst du? Es ist, als wärst du besessen. Gewinnst du nicht gern? Hängt davon ab, was es zu holen gibt und was zu verlieren. Ja, der Preis kann hoch sein. Du meintest, dein letzter Fahrer ist fort? Lass uns nicht darüber reden. Okay, klar. Soll ich dich mitnehmen? Ja, okay. Dann fahren wir. Kilometers. What? It was it. Oh shit, oops. I think I was here before. Yeah. It's a fist fight. Fehler. Ladung vorzeitig abgefeuert. Das passiert sonst nie. Should I kill him? But these people will shoot at me. Be safe before we do that. Cannot kill him? What? That's sad. Well, you cannot. Kannst kaum abwarten. Gefällt dir das? Lässt du dir gern den Arsch versohlen? Ah.
He's bleeding. I did it. Los, her mit dem Gewehr. Taden, willkommen. Über meine Leiche. Auf ihn! Für unser Land! All this stuff. Okay. We did it. The next fight, okay. Nobody saw that. Sind gut. Die Money Time.
Easy. My OP knife. Sieht aus, als hätten wir es mit einer Kratzbürste zu tun. Im Knast wird die schnell weich. Okay. Where is the fight here? Ich fühle ihn! Wollt ihr Blut sehen? Seid ihr deshalb hier? Wie? Was für ein Zufall! Also bist du mein Gegner? Kommt drauf an. Worauf? Ob du gern vermöbelt wirst. Wenn ja, dann raus mit der Kohle. Amüsieren wir uns. Sagst du mir, was die Granatennase soll? Was soll damit sein? Ist da, wo sie immer war. Okay, aber wenn jemand ordentlich draufhaut... Dumme Frage. Dann macht sie, was Granaten machen. Also, geh entsprechend vor. Na gut, warten bringt nichts. Komm mit. Weiter geht's nicht. Möge der bessere Schläger gewinnen! What? What's that? Okay, I regain slowly, surely. Du bist ein echter Freak, weißt du das? Hau's ab. Ach, und du bist Mr. Normalo? Fass die an deine eigene Nase.
Hey, diese Granate wird irgendwann hochgehen. Ich habe das Teil gemieden, aber jemand anders... Ich weiß. Wir müssen alle sterben. Bei meinem Tod gibt's dann ein Feuerwerk. Can I kill him? No, I cannot kill him. I can kill her. No, I cannot kill her. Okay. What else we can do? Okay, another fight. And of course I have a bug. I can see the hit points of this guy. Yeah. Loading. Simply save and reload the game, fixing the most bugs. What? Try to do this fight also. Okay. I cannot ride. I'm driving. Take some time to assemble a PC. Voila. What's here? That sounds fun. Ah!
I'm stuck. Where's my car? Or my bike, not car, bike. Here's the next crisis. Easy. Hey, where's your arm? I'm fine. Ja, ich kenne jemanden, der das tut. Können Sie anrufen, klar. Nee, die sind vernünftig. Weißt du was? Ich kann jetzt nicht reden. Ich bin im Dienst. Scheiße! Nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Danke für die Hilfe. Wrong. Stop. Very, very good. Marvelous. Wonderful. Yes, I have some emotes. Lucky one. But did you know that I have to pay for it? That I give emotes? Das ist total dumm.
Ich weiß doch, wo ich hinschlage, bevor ich es mache. Typisch. Ich wusste, dass ich das sage. Ich bin zum Kämpfen hier. Wer von euch ist mein Gegner? Ich. Zwei gegen einen? Bisschen unfair, aber okay. Wer von euch ist zuerst dran? Nee, du raffst es nicht. Der Körper da und dieser sind dieselbe Person. Also, sehe ich doppelt, oder was? Ich war mal ein Zwilling, sieht man ja. Die Zwillinge standen sich sehr nah, aber sie wollten sich noch näher und stärker sein. Also haben sie neurale Oszillationssyncs installiert. Und jetzt sind sie, ja, ich. Eine Person, zwei Körper. Meine Körper machen alles zusammen. Alles. Macht ihr wirklich alles zusammen? Sogar im Bett? Ich habe eine Freundin für beide Körper, wenn du das wissen willst. Ich teile sie mir. Also, nimmt einer alles nördlich, der andere alles südlich des Äquators? Nein. Montags bis mittwochs ist sie beim einen und donnerstags bis sonntags beim anderen Körper. Vollidiot. Von mir aus. Oh, und wenn noch einer auftaucht, mache ich auch drei von euch fertig. Das ist eine ziemlich große Klappe. Mal sehen, ob dir das weiterhilft, wenn die Fäuste fliegen. Also, können wir anfangen? Los geht's. Genug wie dein Bruder oder willst du mehr? Das ist nicht mein Bruder. Das bin ich. Mein Gott, der ist doch nicht so schwer. Hier, dein Gewinn. Vincent Code. Übel. Keine Sorge, es gibt immer einen nächsten Kampf. Hör auf, mit dir selbst zu reden. What we can do? Yes, Vitality, thank you for being here. See you. Bye bye. Okay, then rain. This maximum. Okay. Hm.
Aus reiner Neugierde. Könnt ihr eure Gedanken lesen? Nein, dieselbe Person, dieselben Gedanken. Wenn es anders wäre, wäre ich auf Schizopillen. Unglaublich. Schön, dass ihr es aus dem Zirkus in den Boxring geschafft habt. Haha, sehr witzig. Hey, hat der Ripper vielleicht noch mehr vertauscht? Hab das Gefühl, ihr habt vier linke Hände. Fick dich! Okay. Oh no. That was not so good. Ouch. Wrong button. Oh, how I can... There's also a fight. Okay. Stop. Yeah, like I said, we have fast travel system here, but I like it more to cruise through the city. It feels like GTA. Almost there. Ich habe sein Importat-Cache geladen. Er wird höchstpersönlich in das Tablett des Rathauses ein.
gesagt, du suchst einen Job. Und ich hab einen. Das ist doch kein Job. Hast du dir überlegt, was aus uns wird, wenn wir dich verlieren? All unser Geld? Entweder du änderst dich, Cesar, oder ich schmeiß dich raus. Cesar. Bist du Cesar? Bin zum Kämpfen hier. Das bin ich. Der erste Hijo de Puta in Glen. Und der mieseste Vater in Night City. Micaela, Ben, ich weiß, was ich tue. Vertrau mir. Mit dir rede ich nicht. Erst verschwendest du ein Vermögen für Krom und jetzt? Ach, ich geb auf. Prügel ihm etwas Vernunft für mich ein, ja? Er hat eine Lektion nötig. Micaela. Micaela, warte, Gott verdammt. Goddammit. Ich brauch Geld. Viel und schnell. Darum nehme ich nur ernsthafte Wetten an. Ich setze meinen Wagen. Leg die gleiche Summe Cash auf den Tisch oder vergiss es. Na gut, Details. Was für ein Auto? Ein Smuckstück, aufgemotzter Vintage 2056er. Nur 32.000 Kilometer drauf. Keine Dellen, keine Kratzer. Mhm. Geklaut? Nein, nein, absolut nicht. Ist sauber. Hast mein Wort. Hör zu. Verschwende nicht meine Zeit, wenn du kein Interesse hast. Zeit ist Geld und bei mir ist beides knapp. Worauf wartest du denn? Gut, ich setz den Wert ein. Deal? Deal. Auf geht's. Nur bloße Ende, klar? Zieh dir keine Monodrähte oder Mantisklingen aus dem Arsch, hörst du? Klar. Ich sag's ja nur, weil der letzte Typ mich mit Longspurs überraschen wollte. Egal, bist du bereit? Yep, bereit für den Kampf. Sei vorsichtig, ich mach ernst. Ella, Baby, es tut mir leid. Scheiße, kein Wort mehr von dir, Idiota. Gib ihm die Scheißschlüssel und lass uns nach Hause. Idiota. Ihr, pass gut drauf auf. War angenehm. Zeit für eine Spritztour. Mierda. Das war mein Baby. Yeah, money, money, money. Ein Ritter ohne Furcht und Tadel. Wie kommen wir jetzt nach Hause, zu Fuß? Mir fällt schon was ein, okay? Beruhig dich mal, verdammt. Scheiße noch mal. Dazu hast du kein Recht. Hörst du? Okay, Models.
Not really much. Oops, there's a car. Why you? What? Oh shit. Yeah. What? Weißt du, warum sie ihn zum CEO machen mussten? Weil es so teuer war, ihn von Militär zu kaufen. Jetzt ist es peinlich. Weil er ein Scheiß wert ist. What? Where's the mission? Okay. Very, very good. Marvelous, wonderful.
Live die Clement, willkommen. Thanks for the follow. Ständig mit dir. Como ist das? Wie läuft's mit Mama Wells? Ziemlich gut. Vielleicht so gut. Warum das? Nach dem Abschied von Jackie hat sie mich zu sich eingeladen. Wir haben etwas geredet. Und jetzt ruft sie fast jeden Tag an. Fragt, wie es mir geht, erzählt mir von sich, Jackie, allem. Und das manchmal stundenlang. Neulich hat sie mir einen Braten geschickt. Ist das zu fassen? Weil ich zu dünn bin. Und sie weiß, ich esse kein Fleisch. Wie? Ich fürchte, sie versucht, mich irgendwie zu adoptieren. Wo ist das Problem? Ich wünschte, für mich würde jemand kochen. Ich habe das Gefühl, Miss Wells will nur nicht über den Tod ihres Sohnes nachdenken. Und nutzt dich als Ersatztochter. Ganz genau. Schon mal einem Typen begegnet, der sich Zen-Meister nennt? Nein, aber ich habe von ihm gehört. Wollte er dir Meditations-BDs andrehen? Aha. Dann ist er verschwunden. War nur noch seine Kleidung da. Und das beunruhigt dich? Er hat so gesprochen, als wüsste er von Johnny. Hat nichts Konkretes gesagt, aber... Vielleicht hast du seine Lehren etwas zu ernst genommen. Ja, vielleicht. Wie dem auch sei, wenn du ihn noch mal siehst... Schick ihn zu mir. Willst du auch meditieren? Nein, ich will ihm die Karten legen. Okay. Willst du mir die Karten legen? Lieben gern. Der Eremit. In Einsamkeit erkennt er die Wahrheit über sich und die Welt. Daraus schöpft er Kraft. Seine Laterne zerschneidet die Dunkelheit. Das könntest du sein, oder... Jemand, der dir wohlwollend gesinnt ist. Doch Vorsicht. Ein umgekehrter Hierophant lauert in den Schatten. Er bedroht Leben und Autorität. Bringt Rebellion und Fanatismus. Er ist eine große Gefahr. Der Teufel umgekehrt. Du wirst dem Einfluss mächtiger Menschen mit unklaren Motiven ausgesetzt sein. Sei sehr vorsichtig. Der Turm. Du und dein Umfeld werden einen großen Schock erleben. Wenn der Turm fällt, ist nichts mehr, wie es einmal war. Einfach gar nichts. Auch wenn es ein Geschenk von Jackie war... Ich glaube, das Deck ist im Arsch. Könntest ein neues gebrauchen. Du bist selbst schuld an deinem Schicksal, nicht die Karten. Entschuldige. Ist mir so rausgerutscht. Es ist nur... Du musst sehr, sehr vorsichtig sein, Vee. Okay. Willst du ficken? Hey Baby, gib mir ein Küsschen.
Jeden Tag das Gleiche. Instant Code. Incoming. Free Money Time. Ich weiß genau, was du brauchst. Mhm. Hi guys. Weißt du eigentlich, wer... Oh, Lootbox. I don't know. I think I only have the main mission left. Let's try this. Carefully. Ich dance fast. So. Okay. Nicola, face the law. Nice bass ambient music. Brandon. Die sind gekommen und haben ihn mitgenommen.
meinten, sie müssten seinen Code neu schreiben. Ich wollte das nicht. Ich habe ihnen gesagt, er ist mein bester Freund. Die haben geguckt, als wäre ich verrückt. Wenn sie nur mit ihm geredet hätten, dann hätten sie gemerkt, dass Brandon nicht einfach bloß eine Maschine ist. Ich wusste, ich bin nicht die Einzige. Er ist wie ein echter Mensch. Die Typen haben ihn irgendwo zur Wartung gebracht. Einem habe ich wohl leid getan. Er hat mir seine Karte gegeben. Ich bitte dich, bring ihn zurück. Ich brauche ihn. Siboney, thank you for the raid. Thank you. And welcome, Raiders. How was your stream? Did you play Fortnite? Let's listen a little bit space ambient music. Okay, when wife is said, then you better do that. Enjoy your meal. I'm not doing so long. Let's see what this mission says. How long this mission goes. Oh, I was watching chat. Why you stop in the middle of the... You are... Freaks. Stop in the middle of the street. Boom. Burning. Maybe it's not so good when the car is burning. The last 350 meters we can go on feet. Oh, we steal a car. Bei deinem Software-Service-Punkt. Neues Leben für alte Tech. Ihr repariert Hardware. Im Ernst. Wer will das denn, anstatt was Neues zu kaufen? Ja. So viele Kunden, wie wir täglich bekommen, frage ich mich das auch ständig. Ich will Brandon sehen. Der wurde wohl hierher gebracht. Um welchen Brandon geht's? Im Ernst? Ist die Energie am Boden, trink und du kannst Wälder roden. Oder wie der Spruch geht. Ach, diese SBEM, die sie vorbeigebracht haben. Der hat echt ein paar lustige Werbesprüche, oder? Aber hey, ich kann dich trotzdem nicht nach hinten lassen. Könntest ja was kaputt machen.
Ihr habt keine Ahnung, wie besonders Brandon ist. Ein Wunder der Wissenschaft. Ich würde alles darauf setzen, dass ihr noch nie eine Maschine mit so einer kognitiven Matrix gesehen habt. Damit eine KI in so einem kleinen... Ist ja gut, bla bla. Du kennst dich aus und machst nichts kaputt. Geh ruhig zu deinem kleinen Wunder, während es ein Update bekommt. Was denn für ein Update? Na, was für eine schöne Überraschung. Das freut mich sehr. Sag bloß, du bist gekommen, um dich zu verabschieden. Was meinst du? Du wirst doch nicht verschrottet, oder? Du hast super viel Geld gemacht. Danke für das Kompliment. Aber genau hier liegt das Problem. Mein Modell wurde als unlauterer Wettbewerb eingestuft. Mein System wird gerade aktualisiert, damit ich nicht mehr so echt klinge. Meinem Boss gefiel das leider überhaupt nicht. Ich war den Leuten unheimlich. Ach, dummer Brandon. Warum habe ich ihnen Dinge über sie gesagt, die sie nicht hören wollten? Wenn jemand eine Therapie will, geht er zum Psychiater. Nicht zum Getränkeautomaten. Ich hab's mir schon gedacht. Du bist keine KI, habe ich recht? Jedenfalls keine richtige. Die Prozessorleistung für eine echte KI mit freiem Willen ist enorm. Dein Chip ist dafür viel zu klein. Du hast ganz recht. Hey, du bist technisch wirklich versiert. Dein Coder verdient einen Preis. Bester Gesprächsalgorithmus, den ich kenne. Hast mich beinahe reingelegt. Du scheinst mir desillusioniert. Wer kann schon von sich behaupten, mit einer SBEM befreundet zu sein? Klingt verrückt, aber schön. Das Update ist bald abgeschlossen. Sag Theo, ich werde sie vermissen. Du dachtest, ich wäre traurig, oder? Als wäre ich ein fühlendes Wesen. Eine echte Person. Lass mich dir meinen letzten Witz in der Stimme eines sterbenden Helden erzählen. Nur so kann man dem Tod ins Gesicht lachen. Also, wie wär's? Warum nicht? Schieß los. Könnte das Leben ein wenig erträglicher machen. Werd mir jetzt nicht sentimental wie... Du musst... weiterleben. Sag Theo... dass sie stärker ist, als sie glaubt. Keine Sorge, Brandon. Ich sag's ihr. Hey, wie? Wo war Johnny Silverhand, als die Bombe im Arasaka Tower hochging? Keine Ahnung. Wo? Überall. Buchstäblich. Software-Update erfolgreich abgeschlossen. Leb wohl, Brandon. Ich werde dich vermissen. Okay. Sprich mit Theo. Instant Code incoming. Start your apps. Wrong direction. What the heck? Did I miss? Oh shit, it was not so optimal. What?
What? Und? Hast du ihn gefunden? Wo ist er? Kommt er zurück? Ich habe ihn gefunden. Ich soll dir ausrichten, dass du stark bist. Warst du schon immer. Das klingt doch gar nicht mal so übel, oder? Ich mache mir mal wieder unnötig Sorgen. Ha? Typisch. Immer muss ich vom Schlimmsten ausgehen. Ich war zu spät. Sie haben sein System aktualisiert. Ist das etwas Schlechtes? Dein Brandon ist fort. Er wurde durch eine generische KI ersetzt, die in jedem Automaten eingesetzt wird. Ich soll dir ausrichten, er wird dich vermissen. Fuck! Ich meine, danke. Der blöde Roboter war das Beste, das mir seit Monaten passiert ist. Weißt du, Brandon hat mir durch eine finstere Zeit geholfen. Es ist egal, was oder wer er war. Ich werde ihn auch vermissen. So, Mission ist dann. See, do we have some other missions? Except the main mission? Not really. What? 1.6 kilometer? No. Wird gern was essen. Was denn? It's still a mess to sell. Still a mess to sell. So many clicks.
Okay. All the crappy stuff. But is that you also don't get money to buy all the cars? $79,000. Yeah, I think that's it for today. Let's save. Maybe I play at different time again Cyberpunk and try to use the other ending. But it's a little bit too late for now.